wieder zurück aufs Kotau. Jetzt ist Abfahrt. Wir wurden ja abgeholt von unserem Shuttle. Aber würde ich sagen, lass uns den Tag starten. Wir haben jetzt im Hotel mittlerweile eingecheckt, haben uns jetzt einen Roller gezogen und fahren jetzt noch ein bisschen auf der Insel rum, weil wir haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden zum Totschlagen. Jetzt sind wir hier zu Shark Bay gefahren. Muss man jetzt Eintritt bezahlen, weil wir jetzt nicht machen für eine Stunde, lohnt es jetzt nicht, also fahren wir noch ein bisschen rum. So, das mal Viewpoint 360 Grad reingezogen, wieder in Adiletten unterwegs. Sehr gut. Das Wichtigste an dem Ganzen hier ist, dass du deinen Laptop immer mit dabei hast und den ganzen Rookie mal alles mitnehmen zu so einer Wanderung auf dem VF Point. Tobi schon wieder am Saufen. Oben angekommen, erst mal eine Cola gezogen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ich glaube schon. Also das Wasser hier in der ganzen Bucht ist extrem türkis. Absolut geil, absolut wild. Und da unten sind einfach so eine Art Betten. Und da chillen wir uns dann gleich fett rein. Das ist also Koh Tao. Also ich muss schon ehrlich sagen, bis jetzt gefällt es mir mega gut. Ich habe richtig Bock auf die Tage, die hier kommen. Wir haben auch endlich mal ein bisschen länger gebucht. Also hier bleiben wir bis jetzt am längsten von allen Orten, wo wir bis jetzt waren. Wird eine richtig geile Zeit, glaube ich. Bin ich schon wieder aktiv beschäftigt. Chillen hier. Ein Nickerchen machen oder was? Ist echt eine richtig geile Insel, muss man schon mal sagen. Hast du auch Bock, Willi, eigentlich? Auf jeden Fall. Die nächsten Tage? Auf jeden Fall. Schnorcheln, tauchen. Ich will ihn noch zum Tauchen ermutigen, aber wird er machen. Gehe ich mal von aus. Einmal, okay, wenigstens probieren. Richtig du? Bock. Also ich habe richtig Bock zu tauchen halt. Wirklich. Unnormal. Unnormal. Es wird zerstört die nächsten Tage. Wir haben es endlich geschafft ins Hotel, unser neues Zimmer. Guck mal rein, Waschbecken. Hier ist das kleine Bad. Diesmal haben wir endlich mal wieder einen Schrank. Das erste Mal haben wir einen Fernseher, brauchen wir aber nicht. Aber passt ja. Hier ein Bett. Und wir haben sogar einen Balkon. So was ganz Neues für uns. Also ist ganz geil, ist preislich auch voll okay. Wir bezahlen pro Person, pro Nacht 10 Euro. Also kann man sich nicht beschweren. Und richtig Bock wirklich auf die Insel, also bis jetzt alles top, Unterkunft ist geil. Wir haben sogar ihr eigenes Wasser, Alter. Unterkunft ist geil und tauchen, Mann, ich habe richtig Lust. Leon hat ja damals mir das Ganze irgendwie gezeigt mit dem Tauchschein. Ich habe richtig Bock auf Tauchen. Ja, würde ich sagen, wir packen erstmal so Sachen auf und dann, denke ich mal, machen wir erstmal ein kleines Nickerchen noch, weil die Möglichkeit kickt gerade übel rein. Wir haben uns jetzt fürs Tauchen angemeldet. Willi und ich gehen zusammen auf Unterwasserentdeckungstour. Willi, hier das erste Mal tauchen. Wie fühlst du dich? Ah, ich bin gespannt, wie es wird. Ist aufgeregt. Wie es wird. Willi geht erstmal auf 6 Meter, dann auf 12. Den zweiten Tauchgang machen wir dann zusammen. Und ja, wird lustig. In 2 Tagen ist es soweit. Jetzt ist mal wieder alles ein bisschen anders verlaufen als gedacht. Wir waren so müde, als wir zu Hause angekommen sind, dass wir erstmal gepennt haben von 16 bis 20 Uhr. Jetzt haben wir uns erstmal ein gutes Bierchen gezogen und essen jetzt erstmal Abendbrot und dann überlegen wir, ob wir heute Abend noch was machen, weil wir morgen ja nicht ernst ist in dem Sinne Form, sondern erst übermorgen mit dem Tauchen. Deswegen gucken wir mal, wie es uns geht nach dem Essen und dann werden wir sehen. Dann würde ich sagen, Bierchen? Bierchen. Stöchchen. So, wir gehen jetzt noch Party machen für 12 Euro Eintritt und ein Freigetränk. Mal gucken. Lobby!
wirklich hervorragender Reiter. Dobby, woo! Und jetzt geht's los, Junge! Bleib drauf, Junge! Bleib drauf! Jawohl! Hervorragende Leistung, ich wünsche Ihnen wirklich herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Sehr lange geübt, viel Zeit getan. Ja. Sehr gut, Tobi, das habe ich wirklich gesehen. Sie treffen als nächster Politiker, ja, an der großen Schatten. Eine geile Party. Danke, dass ihr beim Video wieder dabei wart und ja, wir sehen uns morgen. Mal gucken, was wir morgen machen. Wir haben so ein bisschen was in Planung. Wir werden sehen, wie wir es umsetzen. Wir sehen uns bis morgen zum nächsten Vlog. Bis dann.